Neuuniformierung Führergrebs am 28. August, am Morgen um 8 Uhr, ist losgegangen. Der Thomas hat mir Auskunft gegeben. Wir müssen jetzt warten, bis alle da parat sind und nachher legen wir dann los, ja. Von dem her. Warum haben wir jetzt neue Kleider? Ja, weil die Alten schon die Jahre gekommen sind. Es sind über 10 Jahre und jetzt gibt es neue. Man wechselt immer so ca. 10 Jahre, sagt man, müssen wir die ersetzen. Ja. Andere tun schon nach 8 Jahren. Aber ja, die haben auch eine gewisse Lebensdauer, die sie überschritten haben. Und Kleider sind nur Sicherheit, gell? Das ist unsere Sicherheit, ganz klar. Mit dem müssen wir im Brandi oder sonst im verkehrstechnischen Dienst, oder sonst technischen Dienst, ja. Das ist unsere Sicherheit, die wir haben. Und wir haben wirklich nichts im Zufall überlassen? Also wir haben ja wirklich Kriterien, Punkte aufgelistet. Wir haben mehrere Anbieter zur Auswahl und die haben wir getestet, alles drum und dran. Wir haben einen Belastungstest gemacht, einen Beweglichkeitstest und die haben jetzt den Zuschlag bekommen. Auf dem Stoff her haben wir ganz speziell Ansprüche gehabt, gell? Stoff ist auch, da gibt es auch unterschiedliche. Und da haben wir jetzt einen guten Stoff gewählt, der schon mehrheitlich in der Schweiz im Einsatz ist, von dem her. Und darum hat man dort auch ein bisschen die teuren Varianten genommen? Wir haben die teuren Varianten genommen, weil auch vom Lebensdauer, dass die auch sicher in 10 Jahren gut mögen durchheben. Und es kommt halt auf den Wäscher drauf an, wie viel Mal, dass man die Wäscher tut. Ja. Sicherheit zum Kosten optimiert, gell? Das ist ja so. Du, wie viele Leute sind denn ihr da? Wir sind 74 Leute bei der Feuerwehr Grabs, ja. Und eine Frau? Zwei Frauen haben wir. Zwei Frauen? Jawohl. Da habe ich eine noch gar nicht gesehen. Ja, die ist, aha, muss da gerade im ersten Zug hinten sein. Die kommt auch. Genau. Aha. Die ist schon länger dabei, gell? Die ist schon länger dabei, ja. Und die neue Lehrerin von Grabsenberg, Fiola, die ist jetzt ganz kurz dabei. Die ist dabei, gerade frisch da, dieses Jahr dazugestossen bei uns. Was ist der Grund, dass so wenig Frauen dabei sind? Vielleicht trauen sie sich noch nicht, weil sie denken, ja, die Feuerwehr ist eine Männersache, aber ist es nicht. Frauen dürfen jederzeit bei uns auch kommen. Und als Feuerwehrler, wie du so bist, muss man ein bisschen angefressen sein, gell? Es muss eine Leidenschaft sein. Genau, man muss Freude haben, man muss auch die Übungen kommen, das setzen wir voraus, zu 100% Übungsbesuch. Klar, wenn Ferienzeit ist, dass man mal Ferien hat, das ist es so, aber sonst, ganz klar, Feuerwehr muss man gerne haben und gerne tun. Oppla, jetzt kommt der Kommandant, gell? Genau, jetzt kommt der Chef. Hola, jetzt. Jetzt kommt der Chef. Ja, grüezi. Du musst schnell die Schlüsselquittung rausnehmen. Eine muss ich visiert haben. Und dann musst du richtig wieder rausnehmen. He? Gut. Ja. Das ist ein Duschen. Ihr seid seit dem Morgen um 7 Uhr dran, gell? Ja, Daniel? Genau. Haben die Pack mit gerüstet? Ja, alles gerichtet, parat gemacht, dass die Leute jetzt die Sachen übernehmen können. Jetzt kleiden wir dann ein, dass alle richtig angekleidet sind und alle gleich. Das ist mir noch wichtig. Wenn alle eingekleidet sind und wir da ein bisschen Ordnung haben, verschieben wir den Werdenbergersee raus und machen dort auf dem Marktplatz Buch sofort die richtige Städte. Und jeder ist angeschrieben, gell? Ja, genau. Und was mir jetzt auffällt im Vergleich zum Militär, gell? Ich kenne mich zu wenig aus, bei dir steht jetzt einfach Daniel Kohler. Und genau. Dann sieht man, dass du der Kommandant bist. Am Gradabzeichen, das dann hier herkommt, das heisst, wir haben hier am vorigen Klett, da kommt dann das Gradabzeichen drauf. Die, aha, sind wie Kleiderbügel und der Rest noch irgendwo verhängt. Bis an die Hauptübung haben wir es dann. Das ist mir wichtig, dass wir an der Hauptübung dann komplett angekleidet sind. Und du bist jetzt schon richtig eingekleidet? Das ist jetzt die neue, genau, Kleidung, he? Das ist so. Und genau so werden nachher alle da stehen. Ja, super, dann geht's los, he? Der Margl war noch ein bisschen verschlafen, wo sich am Morgen um 8 Uhr Grabser Feuerwehr neu eingekleidet hat. Viola zuerst mal dabei. Ja, Viola, der erste Einsatz. Und gerade neue Kleider, he? Ja. Nicht schlecht, oder? Aber wenn du so umschaust, gell? Bist du die Einzige? Wie es aussieht schon. Sie ist noch zweite, auf letzte Sekunde eingetroffen. Hast du noch ein bisschen Stress gehabt, hä? Ein bisschen. Warum gehst du so in die Feuerwehr? Weil ich es gerne mache und ich mache etwas Gutes. Aber es sind verrückt wenig Frauen. Warum denn eigentlich? Im Militär, hä? Weiß ich nicht. Ist es eine Sache, die man als Frau nicht machen kann in der Feuerwehr? Nein. Eben, gell? Die einen können es halt ein bisschen besser und die anderen ein bisschen weniger, aber machen kann man alles. Muss man speziell sportlich sein? Ja. Ist von Vorteil, aber es geht auch ohne. Und mit den Männern, mit der Horde von Männern, kein Problem, oder? Nein, kein Problem. Ja, dann also, ja, warum nicht mehr Frauen? Wäre echt super, gell? Ja, ich finde auch. Warum geht Viola, neue Lehrerin am Schulesberg? Ich finde es Adrenalin, sicher mal. Und dass Männer dabei sind. Nein, ich finde, Männer sind sehr gut, mit denen kann man recht gut arbeiten. Diola, neue Lehrerin am Grabsenberg, ist bereits angekommen, im Schulbetrieb, aber auch dort zu Grabs. Seit sie arbeitet gerne zusammen mit Männern, natürlich auch mit Frauen, und steigt in die Hose. Damit es aber gerade allen klar ist, Diola ist in festen Händen. Also nicht, dass ihr hier noch irgendwo auf einen falschen Gedanken kommt. Aber das Zusammenwirken der Feuerwehr, Mann und Frau und überhaupt miteinander, das ist natürlich extrem wichtig in der Feuerwehr. Nicht nur hier beim Einkleiden. Hier aber natürlich auch. Ja, aber da kann man sagen, passt gut, gell? Nein.
Ja, nein, sie sind gut abgemessen. Hast du jetzt einfach Mass müssen angeben und dann, das war's? Sie haben uns abgemessen. Aha, sie haben, ach so. Wir haben es abprobiert. Also, okay. Ja, besteht er gut. Und dann ist losgegangen. Der Stefan oben und der Kommandant unten. Du, Daniel? Ja. Was ist da los? Schau mal. Jetzt bist du Kommandant. Und der andere steht dort oben. Wer ist jetzt höher? Ja, den kann man anschauen, wie man es will. Die Frage ist, geografisch örtlich oder vom Rang her? Genau. Gut, also guten Morgen miteinander. Jeder hat jetzt vor sich Brandschutzbekleidung in den Sack, Hosenjacke separat verpackt, in den Schachteln sind die Schuhe und das Kleingemüse oben drauf. Jetzt fangen wir an mit den Hosen. Die sind in den Sack, nehmen wir die Hosen raus, schleifen wir mal in die Hosen rein. Hey, wie Militär, schön. Du bist es also mit dem Filmen, also den muss ich die anderen Hosen abziehen, gell? Nein, die werden drüber angelegt. Ah, dann kann ich also filmen ohne ja, Problem. Ja, gut. Okay, super. Ja, ja. Ja, man muss nichts verpixeln und rausnehmen. Ja, das Zähne hier wegnehmen. Die Etikette kommt weg, nicht, dass die 10 Jahre so wieder abgegeben werden. Und die, die zu lange Mäntel haben, können hier auf der Seite können das schnell öffnen und dann können es unten einmal einfällen. Dann können Sie entweder einwenden in den Hosen runter tun oder hinten wieder runterziehen. Dann sind Sie bewegt. Aber mit einem nicht schnallen öffnen. Wenn Sie die einen zu kurz sind, wenn Sie schnallen bis ganz runterziehen, dann müssen Sie euch melden. Genau hier machen Sie die auf der Seite hier öffnen. Dann können Sie aufhängen, dann können Sie vorher. Jetzt hast du noch der Zähne. Nein, jetzt, ich wollte jetzt wieder dran, was mit dem Neu kommt. Mit der Frau daheim kannst du zeigen, dass du so bist, ja, gell? Nein, jetzt musst du nicht. Bist du jetzt nur vom Flohmarkt gekommen? Oder? Ja, ich habe es jetzt von den Dünnen geholt, ja. Hast du aufgeholt, he, Sabrina? Ja. Nein, ich kann nicht, sondern man ist nicht mehr. Mal, der Alte. Also, links, Armschlinger und Karabiner. Wenn die Arme fallen, sind wir im rechten Sand. Schauen wir schnell, ob es passt. Armezeichen, haben oben zwei Löffel, die können auch den Brandschutzjacke anhängen, wenn wir es brauchen. Wir haben aber nicht eine Jacke, die wir nicht brauchen, das kommt im Einsatz nur nicht mehr. Wir haben uns getroffen, dass wir nicht hier. Wir müssen eine kleine Löffel haben, um anzunehmen. Passen, ja. Ja, sie werden noch etwas schmeidiger, wenn wir es dann ab und zu. Wohl. Haben Sie den Tänzchen auch abmessen lassen? Ja, wir haben alle mal abmessen lassen. Ja. Aha, ja. Müssen wir abprobieren. Passt also. So. Ja, die Hosenlänge. Heule. Das ist bei mir meistens so eine Sache. Ja. Wir kommen im rechten Hosensack. Schauen, dass die Säcken wieder schön zu sind. Ja? So eine Nähe. Gut, wenn ihr den rechten Hosensack anschaut, wenn ihr ihn offen habt, habt ihr da noch so eine Seitentäschli. Da könnt ihr Messer, weiss der Geier was rein tun, oder ein Keil, oder ist mir gleich was. Nasentüchli, Telefon, wenn ihr es aus dem Schmoren wollt. Gut, genau. Dann nehmen wir jetzt die Schuhe, nehmen den Stiefel raus, und jetzt die schnieren wir, die den Stiefel schnieren, so dass der Arm mit dem Reißverschluss auf und zu tun. Macht da nicht den Doktor, er muss euch einfach fügen. Glaubt, dass er nicht vom Fuß weggeht, wenn er mal irgendwo reinschuttet, aber mehr müsst ihr nicht. Ha? Das ist das, was am meisten Zeit braucht. Aber auf, verschammte Stiefel, hä? Genau. Ja, weißt du, wenn ich so ein Balzger in dir denke, früher mit Gamaschen ja, ja, und derigen Zeug. Genau, ja, ja, ja. Ja, das, die müssen halt eine spezielle Norm erfüllen, gell? Wahnsinnig, ja. Die haben durchsichere Sohlen, Stahlkappen drin, sind öl- und chemiebeständig ein Stück weit. Und darum sind sie natürlich auch nicht 0815.
Ja. Das ist so. Kostet auch 2,50 Franken. Gut, ein Stück weit heisst ein gewisses Restrisiko, gell, bleibt immer bestehen. Das ist natürlich, gell, von oben runter hast du einfach das Leder. Gell? Wenn ja. du von oben runter etwas auf den Fuß geht, dann ja, ich hoffe, dass es die Stahlkappe trifft. Ja. Ja. Das ist es. Halbes Mal hat es funktioniert. Gut, schade. Was hast du für eine Größe? 42. 42. Ja, hat der Stefan genau auch gleich gehabt. Ja. Also einmal schnüren, oder was mit dem Reissverschluss? He? Eigentlich schon, ja. Schon mal in aller Ruhe zusammen. Aber da oben, was machst du für einen Knopf? Du hast es einfach im Prinzip durch das nachher hier einschneiden. So einen Knopf machst du dann, wo man es runter hier geht. Ja. Nicht zusammenbinden, weil sonst nützt es. Ja, so weiss ich. Das habe ich nicht mehr. Ist jetzt halt. Ja, ja. Nein, jetzt komme ich raus aus dem System. Da tust du die Seitenteile, die mit dem Reissverschluss verknüpft sind, musst schnüren, bis es passt. Gell? Genau. Genau. Dann passt noch ein Ring. Und dann sollte es dann eigentlich mal passen. Genau. Ja, ja, ja. Du musst es hier ein bisschen lösen. Genau. Halt je nach Bein. Hat ja, jeder genau. Den gleichen dicken Bein. Genau. Gell, es hat nicht gerade so verrückt gut, gell? Mal, das hat meinst du schon? Mal. Sicher? Ja, ja. Hast du die Schuhe schon, Markus? Nein. Du bist nämlich richtig gefettert, weißt du, um richtig schnüren dort? Ich habe nichts zum Schnüren. Ich bin kein Schuhe? Fan vom Schnüren. Ja, bei den Schuhen, musst du doch. Genau, nicht die gleichen. Nein, kannst du Stiefel auch haben, oder? Ja, bei den Stiefeln musst du schnüren, mit so einem Reissverschluss passt von der Enge her. Ja, du siehst es dann. Warte noch. Ich schaue dann. Kann er noch hier werfen? Ja, siehst du? Ja, und so ein Schuhschreis hier, das ist nachher noch mit einem. Warum hast du jetzt schon Blattern? Hast du nicht recht? Ja, sind sie nicht bequem? Nein, sie sind hart. Ach komm jetzt. So harte Sachen. Aber das ist doch Sicherheit, weißt du? Meinst du nicht? Ja, das, ja, Sicherheit. Ich habe daheim auch Sicherheit. Da kann ich einen hohen. Tipptopp, hoch ist Sohle, ja. Thermosohle, ja. Stahlkappe, alles ja. Wunderbar. Ist auch ein bisschen, natürlich auch ein bisschen eine Anpassung, gibt es eine neue Schuhe. Ja, ja. Ja, genau. Um Gottes Willen, das ist die Anleitung der Schuhe. Ja, wie man sie binden. Aha, hoi, hoi. Das ist einfach nicht normal. Du kannst nicht normal in Schuhe binden. Aber kannst du die mal heim nehmen? Weißt du, so ein bisschen... Sie daheim haben, mal zum Probieren. Die Schuhe? Ja. Na, die bleiben da. Ja, aber weißt du, um sie richtig anpassen? Ja, dann muss es bei mir auch nur. Aha. Ili und Ina bin da. Aha, ja gut. Und die Schuhe nur richtig jetzt passen. Ich kann dann den nächsten schauen. Aha. Ja gut, das darf das fast das Einfachste sein, hat die Jacke. Glaubt es. Ja. Ausser Zeit, dass noch ein doppelter Reissverschluss kommt, um zum Zumachen. Ja, genau. Aber so hat sie nicht. Ha. Ha. Sieht aus wie eine Skijacke. Gut. Ja, das ist sterrig, gell, natürlich, wegen der Sicherheit irgendwie. Oh. Aber geht noch. Geht noch? Ja, ist mal ein Stück besser als die alte. Hoi, was ist besser? Also, was? Vom Gefühl her einfach so zum... Nein, aber weniger stärig. Ah, hoi, hoi, gut. Ja, du, da ist jetzt aber zackig gegangen, he? Geil. Und Martin, wie fügt es dir? Die Jacke, ja, super. Und Schuhe? Gut. Aber gestern war es noch schwierig, weißt du, um es anpassen, nicht? Geht schon. Geht schon? Ja, ja. Super. Aber du musst es ja nur einmal anpassen, dann ist der Reissverschluss offen zu tun. Hängt den Ort an, den Kragen. Den müsst ihr einmal einfalten und dann hinten kleben. Und auf der Seite schön Farbe zu. Dann den Kragen an den Abrücken. Ist denn der Kleid? Da müssen wir schon schauen, wir haben es mal kontrolliert,
Können wir sicherlich hier? Ja, können wir anzupfen, schnell helfen. Schauen Sie bitte, dass das Männchen gerade ist. Der Text ist nicht trocken, aber es wird sehr warm und vorgeschwägt. Die einen haben, hier oben anhängen. Schreiber können hier außen ins Festlied tun. Sind ihr dort auch wieder angelegt? Ja, hat oben dran wieder wie vorne. Das kleine Äschchen. Ja? Ihr habt Einwendung, habt ihr noch mehr Säcke. Ihr habt auch hier eine Einwendung noch einen Sack mit Reissverschluss. Also dort könnt ihr porten. Ich weiss nicht, was ihr seid. Ihr müsst natürlich schauen, dass die Leute drücken, wenn ihr Marken schaut. Ja? Gut. Dann fehlt gar nicht mehr so viel. Ja? Ihr seht, ihr habt links und rechts zwei Karabiner hier unten dran. Die könnt ihr nutzen, wenn wir jetzt mal irgendwo die Arbeitshändchen zwischenlagern wollen, könnt ihr die hier anhängen. Wir versorgen es aber nachher wieder. Nicht, dass wir hier da Zeug haben, die rumplampen, dass wir in den Fahrzeugen nicht auf das Zeug hocken und dann die Händchen abreißen. Es hat wohl Druckknöpfe, die würden wahrscheinlich nachgehen, aber auf das lassen wir uns nicht aus. Ja? Es hat zwei verschiedene Häkchen, die könnt ihr dann einfach nutzen, um einmal Brandschutzhändchen nebenzu anhängen. Das spielt mir keine Rolle. Jetzt hängen wir es hier auf der rechten Seite oben am Karabiner her. Und so wie wir jetzt hier stehen, stehen wir immer da. Ja? Während der Übung ist mir klar, könnt ihr es auch auf die Seite nehmen oder machen oder tun. Anfangs- oder Endeübung stehen wir aber wieder so da. Und so können wir Brandschutzbekleidungen auch einhängen. Und reinhängen tun wir sie so, dass der Badge vorne ist, dass man den sieht. Ja? Ihr werdet nachher jeden zwei neue Kleiderbügel bekommen. Die Kleiderbügel, die haben auch so Spitzen drauf. Thomas, hast du deine da? Ja. Die haben oben so Spitzen drauf, dass man die Hosen separat aufhängen kann und dass die Träger nicht auf der Seite runterrutscht. Ja? Also die werden wir ersetzen und alles, was Plastik, Holz ist, kommt weg. Es gibt überall metallische. Das Aufhängen von den Hosen ist, wenn sie feucht sind. Ja? Dass sie es nicht über die Stiefel tun müssen. Sie hier können die Hosen einhängen und können sie aufhängen. Ja? Sonst können sie nach wie vor die Hosen über die Stiefel tun. Ihr werdet jetzt merken, wenn ihr es dann abtun, es geht noch etwas her. Weil auch die Stiefel noch etwas her sind und die Hosen. Ja? Also ihr müsst schon noch etwas morgen, aber das wird sich dann gehen. Haben, umso beweglicher werden. Ja. Gut, die jetzt noch mehr sehen, entweder legt ihr dann nachher dann wieder auf die Schuhe oder sonst tun wir mit der Tasche hier jetzt, dann ist er mal fort. Dann dürft ihr jetzt eigentlich nicht mehr vor euch liegen, außer die schwarzen Klette. Die kommen dann denen ins Kistchen rein, Karton und Abfall jetzt noch entsorgen. Und dann wären wir so weit parat, dass wir hier für die Foto in dem verschieben können. Für das müssen wir auch den Helm noch mitnehmen. Ja? Daniel, kommt denn die persönlichen Gegenstände reinlassen? Also, ist das gesichert dann nachher? Ja, viele persönliche Gegenstände haben wir gar nicht drin. Klar, wenn wir kommen, ab und zu einen tut man das Portemonnaie irgendwo her oder irgendwo eine Brille nicht in den Sack. Aber sonst viel mehr haben wir gar nicht, weil das drückt alles im Einsatz. Aha. Genau. Dann lässt also in dem Moment, wo Kleider dann lagerst und aufhängst, lässt du nichts Persönliches rein? Nein, im Normalfall nicht. Angedenkt ist dann, dass wir irgendwann mal die Spinken wechseln, dass jeder noch ein abschließbares Fächli hat, wo er dann seine Utensilien kann reintun kann. Aber zurzeit ist es so, auch da, wenn wir kommen, dann spart man meistens unten im Sack hin und dann bleibt es dort. Dann leist ja und fertig. Und jetzt verschieben wir euch woher? Jetzt gehen wir am Werdenberger See raus, auf Buchserseite am Marktplatz, ja. Stellen uns dort auf und machen dann mit dem Städtchen und dem See im Hintergrund noch Fotos mit dem Fahrzeug und der neuen Bekleidung. Das heisst, mit Sicht auf Grabs und Buchserboden die neue eingekleidete Feuerwehr Grabs. Genau, wie sich's gehört. Wie fühlst du dich, die neue Jacke? Gut. Neue Stiefel? Super, bequem. Nicht sterrig, in dem Fall schon gut können anpassen. Nein, tipptopp. Ein Haufen haben gesagt, die Jacke sei fast ein bisschen weniger sterrig, fast ein bisschen besser. Das ist bequem, das ist tipptopp zum Arbeiten. Und sieht auch gut aus, gell? Super.
ist es? Also, haben Sie es so gefolgt, wie wir gefilmt haben, oder ist das immer so? Das ist immer so, von dem her. Ist wirklich schön, gell, ja, in dem Fall. Vor allem, es ist wie Weihnachten, sie kriegen etwas über, darum folgen sie so gut. Eindrücklich, was man auch gesehen hat bei dieser Einkleidung. Weil, apropos überkommen, wir alle kriegen ja immer und immer wieder unendlich viel von der Feuerwehr über.